Welcome back, hier ist der Schansen und wir spielen weiter The Last of Us. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal für weiteren Inhalt für PlayStation, Switch, VR, was auch immer. Wir spielen hier irgendwie alles. So, wir haben uns hier ein bisschen durchgekämpft und jetzt versuchen wir mal Ellie weiterzufinden. Denn die muss ja hier irgendwo sein. Hier wahrscheinlich links. Ah, hier ein paar Sacheinsammlung. Was? Oh, ein Abspielgerät. Mal hören. Es ist 17.30 Uhr am 28. April. Ich hatte ein Gespräch. Ja, ein Streit mit dem Chirurgen. Man kann den Parasiten offenbar nicht entfernen, ohne den Wirt zu töten. Es wäre also das Todesurteil für die Kleine. Na toll. Jetzt wollen Sie mein Einverständnis. Die Prüfungen werden immer härter und härter, nicht wahr? Was macht man? Also das ist wirklich schwierig, ne? Also es geht ja um das Bestehen der Menschheit. Das heißt, selbst wenn Sie den Parasit entfernen, oder könnte es sein, eines Szenario, alle werden, wie soll man sagen, alle werden geheilt, oder beziehungsweise man kann Leute heilen, man hat ein, vielleicht kann man damit immun gegen werden und somit die schon befallen sind, muss man wahrscheinlich halt umbringen. Ich glaube nicht, dass man die wieder zurückheilen kann. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen. Tja, also genau, ein Szenario, alle sterben. Weil das Virus sich weiter ausbreitet und beziehungsweise die Menschheit muss so unter diesen katastrophalen Bedingungen leben. Oder das andere Szenario wäre ja dann, wir opfern ein Mädchen und damit können wir die Menschheit retten. Es ist ja nicht unbedingt sicher, dass das auch klappt. Kann ja auch gut sein, dass man das versucht und man kann sie trotzdem nicht retten. Das weiß man ja alles gar nicht. Das sind ja jetzt alles nur Vermutungen. Gibt ja viele Leute, die sowas denken und zack, sind 24 Affen tot, indem man Experimente gemacht hat. Also, muss man schauen. Wir haben endlich die Grenze von Utah überquert. Wir haben es nie, Ellie hat es nie geschafft. Wir haben das Krankenhaus erreicht, es wurde gefeiert von anderen. Sie freuen sich, ihren alten Freunden, ihren Menschen. Will ich nicht essen, ich kann mir nicht freuen. Ich soll dankbar sein, dass ich noch lebe, aber jetzt will ich nur noch die Autos. Okay. Ah, okay, da erfährt man nur, wie uns Leute entdeckt haben unterwegs. Gut. Ich kann mich erstmal hier ein bisschen ausrüsten, bevor ich irgendwo reingehe anscheinend. Ein bisschen. Und hier alles mitnimmt, was da so offen ist. Da können wir nicht rein. Wir sind hier hin. Da sind schon wieder Männer. Sogar viele Männer. Dann gucken, was wir ausrüsten können. Also, ein Ersthilfeset muss ich mir auch definitiv machen. Komme nicht ohne rum. Feuer werde ich mir auch nochmal herstellen. Weil ich so ein Arsch bin. Hier, noch eine Splitterbombe. Ja, mehr können wir nicht machen. Okay. So, was für eine Waffe habe ich? Die. Gut. Was ist das? Marlene?
wollte ihn unbedingt selbst befragen. Okay. Die sind alle, sieht ja, dass die haben alle so ein bisschen Rüstung an. Das heißt, wir müssen uns drumherum pirschen irgendwie. Was zum Werfen. Hey, hast du das auch gehört? Oh, hat er getroffen? Dafür. Der Schütze. Ah, auch guter Schütze. Such mal jetzt. Ah, es gibt's doch gar nicht. Es gibt's doch gar nicht. Wieso treffen die mich denn so gut? Oh, der ist weg. Jetzt muss ich aber einmal heilen, leider. Das war ja blöd von mir jetzt, aber naja. Das gibt's doch gar nicht. Zielen aber auch echt gut. Da habe ich nicht die. Oh, gar nichts mehr hier an coolen Waffen. Warte mal. Okay, das bringt nichts. Da ist auch nichts mehr, was ich einsammeln kann. Was einsammeln hier? Da ist einer. Komm mal her, du Affe. Ich gebe Deckung! Oh. Gib mir Deckung! Ich gehe! Es. Mist. Nicht verlieren! Diese Drecksau! Shit. So viel Leben verloren. Also doch noch einige da. Kaum noch Leben, ey. Ist das lohnt hier? Scheiße, ich dachte, er brennt. Oh, fuck. Ich hatte gerade die Munition eingesammelt. Da kriegt die Daumen nicht von hinten. Okay, wir haben nicht so viel Leben. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen anders organisieren hier. Steht ja da an der Tür und kommt da anscheinend auch nicht raus. Schon mal mit hier. Keine Munition, nichts hier, ey. Gar nichts habe ich.
Gar nichts. Bist du das Schleichter? Hab ihn. Schließ auf. Okay. Er darf nicht entkommen! Nee, nee, ich entkomme schon nicht, keine Angst. Ich muss auf euch warten hier. So. Und du auch mal ruhig dichter hier. Das ist noch einer. Kann ich mich mit der Waffe bekommen? Na komm, dichter, du Affe. Dich machen wir jetzt lang. Hoffe ich zumindest. Mal sehen. Geht da gar nicht hin. Das waren alle, ne? Wohl auch nicht. Immer noch einer gewesen. Ganz da hinten. Oh, fuck it, ey. Mist. Im letzten hier noch sterben, das muss nicht sein. Ich nur Munition für dieses scheiß Sturmgewehr. Das interessiert mich ein Keks, wisst ihr? Sturmgewehr ist sowas von. Also es ist okay, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingswaffe, muss man sagen. Hätte mich auch natürlich durchschleichen können, einen nach anderen ausschalten wahrscheinlich. Aber Munition zu sparen, aber anscheinend bin ich nicht gut genug dafür. Bin eher der Schießer. Gut. Backstein mitnehmen. Sind die auch nicht. Doch, da ist noch was zum Bauen. Oder ist hier nichts mehr zum Bauen? Das leuchtet irgendwas auf. Nee. Scheiße, ey. Kann man nichts mehr hier recht frimmeln? Keine Rohstoffe hier oder so? Noch für irgendwas benutzen kann? Anscheinend echt nicht, ne? Ey, das ist ja. Das ist ja mies! Ich muss durch die Pädiatrie erstmal oder was? Ach du Scheiße. So. Komm schon. Das verschafft mir etwas Zeit. Ich weiß nicht. Aber wir gucken, ob wir hier drin was finden. Schon wieder so ein scheiß Turmgerät. Schauen wir uns das mal an. Ich habe gerade in die Operation eingewilligt. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl hatte. Mich zu fragen war eher Formalität. Du musst wissen, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte, war sie mir wichtig. Ich hätte alles für sie getan und manchmal...
Nur sie kann uns retten. Oh, ich glaube, die sind ja schon zugange. Bei der Operation, lass mal reingehen. Doktor? Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben, die wir retten können. Unsere Zukunft. Kommen Sie ja nicht näher. Nein! Sie widerliches Schwein! Harry, halt die Klappe! Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Okay, befreien wir sie mal. Ob wir da rauskommen? Ich bringe dich hier raus, Kleine. Zu den Ausgängen! Ich hab dich. Oh, kommen wir hier raus noch? Wo lang? Alles okay. Ja, wo ich längst muss? Wo war das? Die Fahrschuhe nutzen? Ich sag jetzt zurück! Feuer einsteigen! Komm schon! Na, es ist halt wie eine Tochter für ihn jetzt geworden, ne? Oh, Pi. Pi 2. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klicken in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Na? Da wir ja den wissen, dass es einen zweiten Teil gibt, wissen wir natürlich auch, dass sie befreit hat. Aber was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Ist einfach gut gemacht, ne? Ist einfach gut gemacht. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihm nur folgen. Also er ist schon eiskalt, muss man sagen, ne? Egal was ist, er ist einfach eiskalt.
Krasser Typ. Ja. Schon eine ziemlich coole Geschichte, das Ganze. Sei vorsichtig. Wir müssen wohl laufen. Sind wir ja gewohnt. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Pass auf deinen Kopf auf. So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber... Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Oh. Schau mal da. Wir sind fast da. Nicht mehr weit. Ja, wir fahren eine Wege. Hier, ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston, als es mit dem Biss war, da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Na, sie weiß, dass es nicht stimmt. Okay. Aber sie weiß auch, dass er sie denn verdammt mal mag, ne? Cooles Spiel. Kann man nicht anders sagen. Ja, das war's mit The Last of Us. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und wir schauen uns auf jeden Fall den zweiten Teil an, würde ich sagen. Bis dahin, tschüss.